بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ich danke Allah subhanahu wa ta'ala vorerst für diese Gnade und für diese Gunsterweisung, die wir erhalten haben, dass wir uns hier treffen dürfen, um Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken, um diese Religion zu lernen. Und bedanke mich danach bei den Organisatoren und bei unserem Sheikh Nail Hafizahullah Wara'ah für diese Gastfreundlichkeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie dafür reichlich belohnen. Und ich bedanke mich natürlich bei allen Brüdern und Schwestern, die hergekommen sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dies auch reichlich belohnen. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Dann machen wir gleich mal weiter auf Seite 47. Das Thema allgemein ist ja Al-Khushu' im Gebet. Und Al-Khushu' ist das Thema, das heutzutage fast keiner mehr anspricht. Und deswegen müssen wir Allah danken, subhanahu wa ta'ala, dass er uns recht geleitet hat, so etwas zu lernen. Denn die meisten lernen nur, wie man betet, und zwar die Technik, die äußerliche Technik, wie man sich verbeugt und niederwirft. Aber die wenigsten achten darauf, wie unsere Herzen sich niederwerfen und verbeugen und wie sie sich in Demut bringen. Und deswegen muss jeder von uns Allah subhanahu wa ta'ala dafür danken. Das Kapitel 6 hat den Titel Das Gebet. Es geht also, nachdem jetzt die Shurut, die Voraussetzungen des Gebets behandelt wurden, und man sieht das natürlich jetzt von einer ganz anderen Ebene, ja, nicht mehr von der fiqh-technischen Ebene Voraussetzung, sondern man merkt, dass diese Voraussetzungen einen Sinn haben. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese bestimmten Shurut, die er behandelt hat, nicht einfach so ausgewählt, sondern aus einem bestimmten Grund, denn sie dienen dazu, das Herz vorzubereiten auf das Gebet. Und so ist es in jeder Ibadah. Jede Ibadah hat eine Vorbereitungsphase, um dann zur eigentlichen Ibadah zu kommen. Jetzt ist bald Ramadan und Salafus Salih haben gesagt, Rajab ist der Monat des Sehens, also dass du die Saat nimmst und in die Erde steckst. Sha'ban, der Monat, der danach kommt, ist der Monat des Gießens, und Ramadan ist der Monat der Ernte. Also auch im Fasten ist es so, dass du eine Vorbereitungsphase hast. Und deswegen sagen die Ulama, im Sha'ban zu fasten ist so wie vor Dhuhr Sunna zu beten. Ja, und im Shawwal zu fasten ist so wie nach Dhuhr Sunna zu beten. Und so hast du es in der Pilgerfahrt, in der Zakah und so weiter. Da kannst du spenden vorher und nachher. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns all diese Voraussetzungen oder diese Sunnan gegeben, um uns aufzuwärmen, um unsere Herzen vorzubereiten, dass wir die Pflicht dann auf beste Art und Weise umsetzen und verrichten. Nun kommt der Mensch, nachdem er sich vorbereitet hat, er hat endlich Al-Wudu vollzogen mit anwesendem Herz, mit gegenwärtigem Herzen. Und er hat sich an die Sünden erinnert, während er Wudu macht. Mit jedem Tropfen, der da fällt, fallen auch die Sünden. Und da fühlt man sich ja erleichtert. Mit dieser Erleichterung und mit dieser Sehnsucht nach Vergebung beginnen wir dann das Gebet.
Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Den Gläubigen wird es ja wohl ergehen, denjenigen, die in ihrem Gebet demütig sind. Al-Imam ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, wer ist das? Schüler von Ibn Taymiyyah, was für ein Werk hat er gemacht, geschrieben? Unter anderem At-Tafsir. Erwähnt in seiner Erläuterung des Korans folgende Aussagen bezüglich dieser Ayat. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagte, nach der Überlieferung von Ibn Abbas radiallahu anhu, das bedeutet fürchtend und ruhig, also demütig. Was bedeutet hier demütig? Also Allah fürchtend und in Ruhe und Gelassenheit. Ja? Fürchtend und ruhig. Dies ist ebenfalls die Aussage von Mujahid. Mujahid ist jetzt welche Generation? Tabi'in, Al-Hasan, Qatada und Al-Zuhri. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagt auch, die Demut ist die Demut des Herzens. Also wenn es um Demut, Khushu' geht, dann reden wir über das Herz. Also, neudeutsch ausgedrückt, es geht um ein Gefühl. Es geht um ein Gefühl. As-Salaf as-Salih und die Ulama, wenn sie über das Herz reden, reden sie über die Taten des Herzens. A'malu al-Qulub, wie die Hoffnung, die Furcht, die Liebe und so weiter. Das sind nichts anderes als Gefühle, die im Herz entstehen. Und Al-Khushu' ist eben so ein Gefühl. Ibn Sirin sagte, sie sagten, wer sind sie, die sagen? Ja, die Gelehrten allgemein, genau. Sie sagten, sein Blick, also des Betenden, verlässt nicht seinen Gebetsplatz. Ja, und das ist natürlich ein Indikator dafür, dass man Khushu' hat. Es muss jetzt nicht heißen, wenn man hinschaut, wo schaut man denn hin während dem Gebet? Wo man Sujud macht, genau, wo man die Stirn hinlegt. Das heißt noch lange nicht, dass du sofort Khushu' hast. Aber wer Khushu' hat, der achtet darauf, dass er eben dorthin schaut. Al-Imam ibn Kathir sagt auch, die Demut im Gebet erlangt nur derjenige, der sein Herz für das Gebet von allem anderen entleert, sich von allem anderen abwendet und es vor allen anderen Dingen bevorzugt. Dann wird das Gebet für ihn Ruhe und Grund zur Freude sein, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith den Ahmad und An-Nasa'i über Anas überlieferten, wonach der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach: حُبِّبَ إِلَيَّ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَةِ. Mir wurden der Duft und die Frauen lieb gemacht und mein Grund zur Freude ist im Gebet. Also, Ibn Kathir rahimahullah sagt, die Voraussetzung dafür ist, dass du dein Herz entleerst. Und das ist natürlich wieder, das steht nicht in einem anderen Blatt, sondern in einem anderen Band. Wenn wir darüber reden sollten und müssen, wie entleere ich denn mein Herz von der Dunya? Denn das ist anscheinend die Art und Weise, wie Khushu' entsteht, oder nicht? Das heißt, um Khushu' zu bekommen, musst du dein Herz nehmen, es entleeren und mit der Liebe, Hoffnung, Furcht, Sehnsucht, Geborgenheit zu Allah subhanahu wa ta'ala füllen. Wie geht das? Indem du weißt, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist. Punkt. Indem du weißt und lernst, wer ist Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wenn du zum Beispiel Sehnsucht hast nach deinem Vater oder deiner Mutter oder irgendjemanden, den du sehr, sehr liebst, in dem Moment, in dem du diesen Menschen triffst, denkst du nicht an nichts anderes. Warum? Weil du die Eigenschaften dieser Person so sehr kennst und so sehr liebst und du beschäftigt bist mit diesen Eigenschaften. Deine Mutter, du erinnerst dich, wie sie dich erzogen hat und wie sie dir die Bonbons gekauft hat und wie sie Allah, der ganze Film, ja, in diesem Moment, wo du deine Mutter siehst und deswegen hat dein Herz überhaupt keinen Platz mehr für irgendetwas anderes. Und genauso ist es, wenn du betest, musst du wissen, vor wem du stehst. Und dann musst du eben wissen, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und das ist das, was As-Salaf von Sahaba und Tabi'in und die ihnen folgten, was sie so sehr ausmachte. Eben, dass sie wussten, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist. Dass sie sich beschäftigt haben mit seinen Namen und Eigenschaften. Jalla Jalaluhu. Al-Imam al-Qurtubi, wer ist denn das?
Qurtubi, also nicht, dass ich wüsste. Tafsir-Gelehrter, genau. Al-Imam al-Qurtubi sagt, es gibt unterschiedliche Meinungen bezüglich der Demut. Worum geht es jetzt? Es geht jetzt wieder um etwas Fiqh. Okay? Und zwar, ist die Demut Pflicht oder nicht? Ist es Sunnah oder ist es Wajib? Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Die richtige nach Al-Imam al-Qurtubi ist die erste. Und was ist die erste? Dass sie eben Pflicht ist. Und der Ort der Demut ist das Herz. Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah sagt, und jetzt erörtert er oder belegt er, rahimahullah ta'ala, dass Al-Khushu' Pflicht ist. Das ist also nicht etwas nur Wünschenswertes, sondern wenn Al-Khushu' nicht da ist, ist das Gebet nicht gültig. Ja? Wie wir noch sehen werden, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla sagt, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Und sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet. Es ist freilich schwer und nicht für die Demütigen, nur nicht für die Demütigen, die daran glauben, dass sie ihrem Herrn begegnen werden und dass sie zu ihr und dass sie zu ihm zurückkehren. So, wo ist jetzt der Beleg dafür? Oder was entnehmen wir jetzt aus dieser Ehe? Wer kann das mal ableiten jetzt hier? Das ist keine mathematische Formel, die man ableiten soll, sondern ein islamisches Urteil. Jetzt mal abgesehen davon, ob es jetzt Pflicht ist oder nicht, wie kann ich anhand der Ehe überhaupt über dieses Urteil etwas finden? Wo finde ich denn das jetzt in der Ehe? Barakallahu fi. Also das mit dem Schwerfallen, das ist jetzt der ausschlaggebende Punkt. Was sagt nochmal Allah Azza wa Jal? Und sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet. Es ist freilich, also wasta'inu bis sabri, Standhaftigkeit, naja, Sabr ist ja was? Geduld, aber das ist ja jetzt egal. Es ist freilich schwer, nur nicht für die Demütigen, die daran glauben, dass sie ihrem Herrn begegnen werden und dass sie zu ihm zurückkehren. Also was jetzt? Was haben wir jetzt davon, von dieser Ehe? Es ist schwer, außer für wen? So, und Standhaftigkeit und Geduld, ist das was man machen, haben muss oder kannst du haben, wenn du nicht willst, dann halt nicht? Ja, natürlich, ja. Jeder Muslim soll geduldig sein. Okay. Gehen wir zur nächsten Ayah. Allah Azza wa Jal sagt, شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ. Er hat euch von der Religion festgelegt, was er Nuh anbefahl und was wir dir als Offenbarung eingegeben haben und was wir Ibrahim, Musa und Isa anbefahlen. Haltet die Vorschriften der Religion ein und spaltet euch nicht darin in Gruppen. Den Götzendienern setzt das Schwert zu, wozu du sie aufrufst. Allah erwählt dazu, wen er will und leitet dazu, wer sich ihm reuig zuwendet. Ja, und jetzt? Da sehen wir, wie die Ulama, also wie Allah subhanahu wa ta'ala ihren Toren der Kenntnisse öffnet. Da bleibst du so 5 Jahre, was hat denn das jetzt mit Khushu' zu tun? Oder nicht? Aber das sind die Ulama. Ja. Imam al-Shafi'i wurde mal gefragt, gib mir einen Beleg, dass der Konsens, Ijma' bindend ist, ja, im Islam. Dann hat er gesagt, ich muss gucken. Dann hat er, nach 3 Tagen kam er, und dann hat er gesagt, ich habe die Ayah gefunden. Ja? Das ist jetzt nicht unser Thema. Aber ich meine nur, wie die Ulama dann den Koran eben durchgelesen haben. Ja, und Imam Shafi hat gesagt, ich habe ihn täglich 3-mal durchgelesen, um die Ayah zu suchen. Na? Das sind Ulama. Und deswegen, wenn man diese
Geschichten dieser Ulama kennt, dann achtet man auch diese Menschen, dann weiß man, wie winzig man selbst ist. Heutzutage denken wir ja alle, Mashallah, wir haben es drauf. So zeigt das Buch Allahs, das sagt jetzt Ibn Taymiyyah, rahimahullah, so zeigt das Buch Allahs auf, wem das, was Allah liebt, schwerfällt. Das war ja in der ersten Ayah, ja? Es ist freilich schwer, nur nicht für die Demütigen. Also, so zeigt das Buch Allahs auf, wem das, was Allah liebt, schwerfällt. Was liebt denn hier Allah? In der Ayah, was steht denn in der Ayah, in der ersten Ayah? Ja? As-Sabr wa Salah. Das sind doch Sachen, die Allah liebt. Und dass dieser deswegen in der Religion dafür getadelt wird und Zorn erregt. Tadel und Zorn werden nur durch die Unterlassung einer Pflicht oder das Übertreten eines Verbots verursacht. Wenn nun diejenigen, die nicht demütig sind, getadelt werden, wo ist denn bitte schön der Tadel? Das ist denen schwerfällt, das ist ja der Tadel. Allah Azza wa Jalla sagt, passt auf, dass ihr nicht zu dieser Sorte gehört, denen das schwerfällt, die Geduld und das Gebet. Das ist doch ein Tadel, eine Ermahnung, oder nicht? Und wenn Allah Azza wa Jalla tadelt, dann tadelt er doch nicht, weil du eine Sache, die freiwillig ist, unterlassen hast. Warum tadelt er mich dafür? Und deswegen, sagt Ibn Taymiyyah, davon leiten wir ab, da nun dieser Tadel vorhanden ist, zeigt dies, dass Al-Khushu' Pflicht ist. Wenn nun diejenigen, die nicht demütig sind, getadelt werden, deutet dies darauf hin, dass Demut eine Pflicht ist. Ein weiterer Hinweis darauf, dass es Pflicht ist, sind die Ahadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, nach oben zu schauen während dem Gebet. Es gibt ja Leute, die schauen ja überall hin. Ja? Die müssen dann erstmal alles scannen, ja? Ja, um zu gucken, wer da ist, wer wie betet. Betet der nach Sheikh al-Albani oder nach Ibn Baz? Ja, ich bete doch selbst und es ist ja egal, wie der betet. Hauptsache, du betest richtig und nach Sunnah und mit Demut. Danach kannst du ihm gerne das Gebet beibringen, aber du nicht während dem Gebet. Also sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, warum erheben einige Leute ihre Blicke zum Himmel? Dann verschärfte sich seine Rede sallallahu alaihi wasallam und er sagte, entweder unterlassen sie es oder ihr Augenlicht wird ihnen genommen. Wir müssen daran glauben, also nicht, dass jemand sagt, das geht nicht, ich bin Optiker und ich weiß ganz genau, ja, das ist Hochschauen, ist überhaupt nicht schlimm. Ja, hier, das sind Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ja, und deswegen muss man wirklich fürchten, dass man blind wird. Was heißt denn, das Augenlicht wird entgenommen? Das bedeutet, du wirst blind. Und deswegen muss man darauf achten. Und der andere Hadith ist im gleichen Kontext. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, entweder unterlassen Männer den Blick zum Himmel, und mit Männer ist ja hier nicht nur, sind ja nicht nur Männer, also männliche Wesen gemeint, sondern auch, also alle, auch die Frauen. Ja? Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er über Männer redet und es gibt keinen Hinweis, dass nur Männer damit gemeint sind, ja, dann sind alle Menschen gemeint, also männlich, so auch weiblich. Entweder unterlassen Männer den Blick zum Himmel, und der Überlieferer Musaddad sagte, im Gebet, also Rasul sallallahu alaihi wasallam meint hier, im Gebet, oder ihr Augenlicht kehrt nicht zurück, möge Allah uns davor bewahren. Ja? Und deswegen muss man darauf achten, eben den Blick zu senken auf die Stelle, wo man Sujud macht. Das also erst einmal über Al-Khushu' im Gebet. Also wir lernen daraus, es ist Pflicht. Wenn du jetzt weißt, dass es Pflicht ist, lernst du es oder lernst du es nicht? Und das ist wirklich, liebe Geschwister, etwas, was jeder von uns an sich ändern sollte. Wenn du den Islam lernst nach deiner Neigung, dann lernst du nicht mit Ikhlas. Oder doch? Das heißt, wenn du sagst, Wallahi, ich bin so ein Typ, ich mag so Wirtschaftssachen, ja, ich lerne Zakah. Achi, lerne Zakah. Zakah ist wichtig. Oder islamisches Handelsrecht.
Ja, aber Sekunde, aber warum lernst du nicht Khushu' im Gebet und du betest doch fünfmal am Tag? Warum lernst du nicht, wie du das Fasten genießt und du musst jedes Jahr mindestens Ramadan fasten? Das heißt, jeder muss diesen Thermometer jedes Mal in sein Herz setzen. Lerne ich wegen meiner eigenen Neigung und meiner Nefs Seele gefällt es, Aqidah zu lernen. Also findest du ihn, der lernt die ganze Zeit Aqidah, Aqidah, Aqidah ist sehr wichtig. Aber meine Nefs lernt nie Khushu', lernt nie Adhkar, lernt nie Koran. Da müssen alle Alarmsirenen klingeln, oder nicht? Dass ich merke, warum lerne ich überhaupt? Eine Grundsatzdebatte brauche ich mit meiner Seele. Hör mal zu, warum lernst du überhaupt? Lernst du jetzt, weil es dir gefällt? Oder lernst du, weil du es brauchst? Weil wenn du es brauchst, wenn du denkst, ich muss lernen für Allah, ja, dann lernst du alles, was du brauchst. Du lernst das Gebet, du lernst die Adhkar, du lernst, wie du deine Blicke senkst und so weiter. Du lernst, wie bekomme ich Ikhlas und so weiter. Deswegen, Barakallahu fikum, dieses Thema und ähnliche Themen müssen auch in unsere Prioritätenliste rein, dass wir es lernen und dass wir es immer auffrischen. Es gibt kein Wissen, das für immer und ewig bleibt. Ja, das muss immer aufgefrischt werden, immer wiederholen, dass man danach nochmal mit den Brüdern zusammensitzt und sagt, okay, wie war das jetzt mit dem Ruku', wie bekomme ich Khushu' im Ruku' und im Sujud und so weiter und so fort. Denn wie ihr vielleicht schon gelesen habt, das ist ja das erste Wissen, das emporgehoben wird. Ja? Al-Khushu'. Und das letzte ist was? Das gibt Subhan Rabbi al-Azim. Das heißt, dann hast du 5000 Billionen Marionetten, die sich verbeugen und sie haben überhaupt kein Khushu' am Ende der Zeit. Und schlimm ist es, wenn du zu diesen Leuten gehören würdest. Zu diesen Leuten, die nur noch beten, ohne das Gebet eben zu genießen. Kommen wir zum nächsten Punkt, At-Takbir. Mit dem Takbir gelangt man ja ins Gebet. Und wie nennt man diesen Takbir zu Beginn? Takbiratul Ihram. Ihram gibt es wo auch noch? Im Hajj oder in der Umrah. Das heißt, das ist ein Zustand. Ja, so ein Zustand, da bist du weg von dieser Welt. Normalerweise. Takbiratul Ihram. Und was sagen wir da? Allahu Akbar. Jetzt ganz kurz was Fiqh-Technisches. Es gibt viele, die machen sehr viele Fehler bei Allahu Akbar. Ob jetzt im Adhan oder im Gebet. Da gibt es so drei Fehler, die einige machen. Erst einmal, das steht jetzt hier nicht drin, erst einmal, dass man das Alif von Allahu Akbar langzieht. Also, Allahu Akbar. Und das ist fatal. Warum? Das ist eine Frage. Das ist eine Frage. Wo ist hier die Frage? Das ist eine Zusammensetzung oder eine Verbindung von Allahu Akbar. Wenn ich sage, ente Muslim, was heißt das? Bist du Muslim? Bedeutet hell. Ja? Wenn ich sage, und dieses die Araber, die mögen das nicht, wenn sie den gleichen Vokal zweimal, die sind so eben, ja, die wollen alles gemütlicher haben. Und deswegen, wenn anstatt zu sagen, da sagt er, ein langes ist auch eine Rezitationsregel, ja? Nach einigen, bitte? Genau, ein Mann. Auf jeden Fall, wenn du dann sagst, Allahu Akbar, dann betest du so, ist Gott der Größte? Subhanallah, was machst denn du hier? Anstatt dass du sagst, Allah ist größer, fängst du an, Fragen zu stellen. Subhanallah, Rabbi al-Azim, ja? Und deswegen muss man da aufpassen. Auch das gleiche im Adhan. Ja, es gibt einige, die fangen dann Allahu, das geht nicht. Der zweite Fehler ist, dass man sagt Allahu Akbar. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Bitte? Genau, also Allahu wa. Was ist wa? Und, also Allah und Kbar. Wer ist Kbar, bitte? Ja, du sagst Allah und Kbar. Allahu Akbar. Und deswegen ist das falsch. Und der dritte, also was müssen wir sagen? Allahu
Allahu Akbar. Und der dritte Fehler, den man macht, ist am Ende es lang zu ziehen, dass man sagt Allahu Akbar. Ja? Und das bedeutet was? Akbar sind Trommeln. Also Allah erhaben ist er, sind Trommeln. Ja? Und das ist natürlich fatal, wie gesagt. Deswegen bitte aufpassen. Allahu Akbar. Punkt. Ja? Gut, das ist der Takbir. Aber was bedeutet dieser Takbir? Was bedeutet der? Ja? Warum sagt nicht Allah Azza wa Jalla, warum hat er uns nicht befohlen zu sagen Allahu Kabirun? Ist auch schön, oder? Allahu Kabirun. Oder Allahu al-Kabiru. Was heißt ein Kabir oder Al-Kabir? Der Große oder der Groß. Aber warum Akbar? Was ist der Unterschied zwischen Kabir und Akbar? Das ist die Steigerungsform. Barakallahu fi. Ja? Aber warum sollen wir sagen, Allah ist größer? Warum sollen wir diese Steigerungsform benutzen? Warum gerade im Gebet? Weil ein Name Allahs ist doch Al-Kabir. Al-Kabir und Muta'al, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Also der Große und der Erhabene. Ja, aber jetzt im Gebet, das muss ja einen Sinn haben, ja? Allah ist ja größer als Menschen. Wir beten ja nur Allah nicht. Okay, ja? Und was habe ich jetzt davon im Gebet, wenn ich sage, Allah ist größer als alles? Ja, wie Demut? Okay, ja. Inwiefern? Okay, das ist gut, ja. Jazakallah, genau. Wenn ich sage, der Bruder ist wissend. Kann es sein, dass es noch andere wissende Brüder gibt? Kann sein, oder? Wenn ich sage, dieser Bruder, oder der Bruder ist der Wissendste. Gibt es dann noch irgendjemand, der so viel Wissen hat wie er? Das bedeutet, warum sagen wir nicht nur Allahu Kabir und dass der Shaitan nicht zu dir kommt und sagt, naja, Allah ist Kabir, das haben wir gesagt. Aber das Auto oder dieser Cayenne da vor der Haustür, der ist auch nicht schlecht. Ja? Nein, sondern du sagst Allahu Akbar, das heißt, ich interessiere mich für nichts mehr. Dieses Allahu Akbar ist ein Ehrenwort von dir, dass du sagst, ja Allah, ich beschäftige mich jetzt mit nichts mehr. Außer mit wem? Außer mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und da stellen wir uns die Frage, denken wir tatsächlich im Gebet nur noch an Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen kommt jetzt auch dieses Verständnis, warum heben wir hier die Hände so? Was denkt ihr denn? Ja gut, das ist dann, wenn die Polizei da steht. Ja? Genau. Wir lassen alles hinter uns. Ah, nicht, dass jemand dann ab heute so macht. Ja? Um noch mehr zu zeigen, dass er alles hinter sich lässt. Ja, oder? Nee. Also, man macht diese Art, dieses Takbir, ja, also dass man die Hände hebt. Das bedeutet, ich lasse sämtliche Sachen hinter mir. Ja? Und denke nur noch an Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist er Al-Akbar subhanahu wa ta'ala, also der Größere. Ja? Also, oder der Größte. Allahu Akbar, Allah ist größer, bedeutet als alles andere. Na. Ja, man macht ja nicht nach vorne die Bewegung, sondern nur nach hinten. Und deswegen sagen die Ulama, also man lässt alles zurück, ja, also hinter sich. Und warum hinter sich? Allah ist sicher khair, weil du schaust ja nach vorne. Also ich meine nach unten, aber du schaust ja nicht nach hinten.
Ja? Und deswegen könnte man auch sagen, wenn man das so deuten würde, das nach vorne, dann wäre es ja immer noch im Blickfeld des Menschen. Ja? Deswegen nach hinten, das bedeutet, ich werde mich nicht mehr dafür interessieren. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt diesen Akt des Takbir. Was ist Takbir? Genau, Allah als den Größten und den Größeren zu preisen. In mehreren Ayat, Allah azza wa jalla sagt zum Beispiel, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Und sagt, alles Lob gehört Allah, der sich keine Kinder genommen hat und es gibt weder einen Teilhaber an seiner Herrschaft, noch benötigt er einen Beschützer vor Demütigung, und verherrliche ihn doch als den Größten. Dieses Verherrlichen, Preisen, erwähnen als den Größten, subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam erwähnte ein Hadith Qudsi. Ist was? Ein was? Ein heiliger Hadith. Also redet hier wer? Allah. Dieser Wortlaut ist von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist ein Hadith Qudsi. Aber kannst du damit im Gebet damit rezitieren? Das sind doch die Wörter Allahs. Genau, es ist nicht im Koran. Also zum Gebet kannst du nur den Koran benutzen. Er sagt, wer er? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Al-Kibriya'u Rida'i wal-Azamatu Izari, faman naza'ani wahidan minhuma al-Qaytuhu finna. Diese Aussage, liebe Geschwister, muss man mit Ehrfurcht lesen und verinnerlichen. Leider haben wir nicht so sehr Respekt vor Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Gewaltigkeit Allahs Jalla Jalaluhu ist uns nicht so sehr bewusst. Schau dir an, was in Nepal passiert ist, Mount Everest und so weiter und so fort. Allah Azza wa Jalla bewegt diese Gebirge. Subhana. Riesen. Hat jemand einen Riesenberg gesehen? Wenn du mal die Alpen gesehen hast, ja, da kriegst du Angst. Wenn du diese Gebilde siehst, Allahu Akbar, du sagst Allahu Akbar. Du kriegst Angst. Und Mount Everest ist ja viel größer, ja? Subhana Rabbi al-Azim. Und dann bewegt ihn Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Al-Kabir subhanahu wa ta'ala. Wenn du sagst Allahu Akbar, dann musst du verstehen, vor wem du hier stehst, subhanahu wa ta'ala. Derjenige, Jalla Jalaluhu, der hier alles erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der Yawm al-Qiyamah die Himmel falten wird, subhanahu, mit einer Hand. Jalla Jalaluhu. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal, der Stolz, Al-Kibriya. Al-Kibriya ist der Stolz, ist mein Obergewand. Und die Erhabenheit ist mein Untergewand. Wer mir eines davon streitig macht, den werde ich bestrafen. Allah Azza wa Jal erwähnt hier zwei Sachen. Er erwähnt Al-Kibriya, also was? Stolz. Und Al-Azama. Azama ist was? Die Erhabenheit oder Gewaltigkeit. Und Gewaltigkeit ist besser. Ja? Weil Erhabenheit ist eigentlich Al-Ulu, dass er erhaben ist. Aber wie gesagt, das mit dem Übersetzen ins Deutsche, du kannst ja immer mehrdeutig übersetzen. Ibn Taymiyyah sagt jetzt, der Ausdruck Allahu Akbar enthält die Bestätigung der Erhabenheit oder Gewaltigkeit Allahs, denn der Stolz beinhaltet die Erhabenheit. Wobei also der Stolz vollkommener ist. Was heißt denn das? Wer kann mir das jetzt mal erklären? Allah ibarifik. Also Al-Kibriya beinhaltet was? Die Erhabenheit und Gewaltigkeit Allahs. Warum? MashaAllah.
Sehr schön. Also wie bitte willst du stolz sein, wenn du überhaupt nichts hast? Wie soll das gehen? Ich bin stolz, reich zu sein. Hast du Milliarden? Nee, ich habe überhaupt kein Geld. Das ist ja Quatsch. Das heißt, um stolz zu sein, und Allah darf stolz werden, aber wir dürfen nicht hochmütig werden. Aber Allah Azza wa Jal ist Al-Kabir und Al-Mutakabbir, der Stolze, subhanahu wa ta'ala. Wie kann er stolz sein? Natürlich, weil er alles besitzt, subhanahu, weil er Al-Malik ist, der Besitzer, weil er Al-Mu'ati oder wenn er, weil er Al-Mun'im ist, derjenige, der gibt. Allah subhanahu wa ta'ala besitzt. Also ist das Stolzsein eine Folge von was? Von Besitzen und von Erhabenheit und von Gewaltigkeit. Weil er gewaltig ist, ist er stolz. Ist das klar? Also das bedeutet diese Aussage, wobei der Stolz vollkommener ist. Warum? Weil er eben dieses schon beinhaltet. Also wenn du einen großen Topf hast, der ist ja vollkommener als einen kleinen Topf, weil der kann er ihn mitnehmen. Ist das klar? Sehr schön. Jetzt geht es weiter. Und dann, deswegen sagt Ibn Taymiyyah, daher ist es angeordnet, oder ist angeordnet, im Gebet und im Gebetsruf Allahu Akbar zu sagen und nicht Allahu A'zam. Du sagst ja nicht Allahu A'zam, Allahu A'zam. Sagst du das? Du sagst ja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warum? Weil wenn du Allahu Akbar sagst, hast du schon Allahu A'zam gesagt. Ist das klar? Und deswegen, wenn du also Allahu Akbar im Gebet sagst, musst du daran denken, Allahu Akbar, weil Allahu A'zam. Und deswegen, liebe Geschwister, das Gebet zu genießen, das muss man trainieren. Und deswegen ist es eine Gabe Allahs, dass wir so oft beten dürfen. Viele von uns denken, das Gebet ist eine Last. Oh nee, schon wieder Adhan. Ja? Besonders im Winter. Ich habe doch gerade erst Dhuhr gebetet, jetzt schon wieder Hass. Ich habe Hass gebetet, jetzt schon wieder Maghrib. Das sind Leute, die haben überhaupt nicht verstanden, warum sie leben. Stell dir mal vor, du müsstest an der Olympiade teilnehmen. Was zum Beispiel? Gibt es denn so? Ja, mach mal so. Ja, genau, so sprinten oder so. Oder dieses Springen, dieses da über 5000, diese Dinger da. Ja, auf jeden Fall. Oder Diskus werfen oder so. Oder stell dir mal vor, du sollst daran teilnehmen, du darfst aber nur zweimal im Jahr trainieren. Packst du das? Einmal im Monat darfst du nur trainieren, mehr nicht. Ja, inshallah ist, guck mal, inshallah, wenn Allah will, können wir auch fliegen. Können wir das oder können wir das nicht? Natürlich können wir das. Wenn Allah das erlaubt, können wir das. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat Gesetzmäßigkeiten gegeben. Sunnen. Sunnen, nicht von Sunnen, also vor Dhuhr, nach Dhuhr, sondern Gesetzmäßigkeiten, Regeln. Ja? Und diese Gesetzmäßigkeiten besagt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, innamal ilmu bitta'allum. Lernen, Wissen einen eigenen geht nur durch Lernen, nicht durch Knopfdruck. Und deswegen, wenn ich dieses im Gebet erlangen möchte, dass ich daran denke, Allah ist der Größte. Warum? Weil Allah der Gewaltigste ist. Stell dir mal vor, wir beten nur einmal am Tag. Wie schwer wird es uns fallen, dass wir dann daran denken? Stell dir mal vor, wir müssen sofort Fard beten. Wir dürfen keine Sunna beten. Hast du den Motor schon aufgewärmt, dass du sofort im Dhuhr, Pflichtgebet, an diese Sache denkst? Aber wenn du vor Dhuhr 4 Raka beten würdest, dann hast du es in der ersten Raka vergessen, in der zweiten Raka hast du ein bisschen daran gedacht, nur dass Allahu Akbar, Allah der Größte heißt oder der Größere, oder ist größer bedeutet, in der dritten Raka hast du dann, also danach bittest du ja nochmal zwei, und dann hast du in der dritten Raka daran gedacht, aha, ist der Größere, weil er der Gewaltigste ist. Bis zur vierten Raka, bis du die Sunna fertig hast, bist du bereit. Alhamdulillah, ich hab's drauf. Allahu Akbar, jetzt kann ich Ruhe beten.
Und deswegen muss ein Muslim sich freuen, Sunna zu beten. Und deswegen soll ein Muslim auch seine Zeit so einteilen, dass er immer Zeit hat, vorher Sunna zu beten. Der Rasul sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, zwischen den beiden Adhans, so beide Adhans, also Adhan und Iqama, genau, zwischen beiden Adhan gibt es ein Gebet. Das heißt, du darfst immer zwischen Adhan und Iqama beten. Das ist eine Ni'ma, damit ich mich vorbereiten kann. Weil guck mal, das ist jetzt nur Takbir, guck mal, wie viel Energie, wie viel Anwesenheit des Herzens, Bewusstsein, Achtsamkeit vorhanden sein muss, dass du an diese eine Sache denkst. Was glaubst du dann, wenn es jetzt weitergeht im Rukur und im Sujud und in der ersten Sujud, in dem zweiten Sujud und im Sitzen im Sujud und im Tashahud und im Tahiyyatu, was soll ich daran, Tayyibatu, was soll ich daran, und so weiter. Ja'ani, das Gebet ist ein Akt, bei dem du permanent denken musst. Und das ist das, der Fehler, den wir machen. Der Fehler ist, dass wir nicht an diese Sachen denken. Dass wir drauf losgehen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und wir denken überhaupt nicht, was sage ich denn da? Was mache ich denn da? Warum sage ich es an dieser Stelle, nicht danach und nicht davor? Also sagt Ibn Taymiyyah, das ist dieser Unterschied zwischen Al-Kibriya und Al-Azama. Er sagt dann weiterhin, er bezeichnet die Erhabenheit, Azama oder Gewaltigkeit, als Untergewand und den Stolz, Kibriya, als Obergewand, denn das Obergewand ist wertvoller. Was heißt denn das jetzt? Also bei Ibn Taymiyyah, also wenn du das nicht mehrmals liest, und so ist auch Ibn Qayyim, also dann kannst du es vergessen, dass du was verstehst. Ja? Das sind, aber das sind Gelehrte, das ist ja das Faszinierende. Die Wortwahl der Gelehrten, wenn sie schreiben, ist faszinierend. Die Gedanken, die Allah Azza wa Jal ihnen gibt, ist faszinierend. Und das Faszinierendste, was machen sie zwischen Dhuhr und Asr? Schreibt da Al-Aqidah Al-Wasitiyah einfach mal, Ibn Taymiyyah. Ja? Subhanallah Al-Azim. Yani da denkst du, wie viel Erfolg bekommt so ein Mensch, Subhanallah Al-Azim. So, was heißt denn das jetzt? Warum ist das Obergewand wertvoller als Untergewand? Okay, Barakallahu fiik. Nee, weil das Obergewand ist ja das, was am meisten gesehen wird. Oder nicht? Und deswegen? Genau, Barakallahu fiik, Jazakallahu khair. Das heißt, Untergewand kann ja verdeckt sein durch das Obergewand. Und deswegen jeder von uns, wenn er jetzt Kamis anzieht und die Hose unten drunter. Die Hose, egal wie die aussieht oder was, zum so, ja, ich gib mir eine Hose. Aber Kamis, ja, das muss Daffa sein. Ja? Das muss... Ja, ein bisschen Schleichwerbung hier. Oder sowas, ja. Das muss von der einen Sorte und das muss mit der ganzen Verziehung oder Nähe oder so oder mit Knopf oder ohne Knopf, mit Kragen oder... Versteht? Also das Obergewand ist halt das, was wertvoller ist. Und deswegen hat Allah Azza wa Jal gesagt, Al-Kibriya Uridal. Also was? Der Stolz ist mein Obergewand. Warum? Barakallahu fik. Warum? Weil es implizit dabei ist. Jazakallahu khair. Ist das klar? Weil Al-Azama, haben wir gesagt, ist was? Teil oder Grund für Al-Kibriya. Barakallahu fik. Allah Azza wa Jal sagt, dass diese Ayah, Subhana Rabbi. Wenn man Ayat genießen möchte, ist genauso wie bei einem schönen Gericht. Nicht Verfassungsgericht. Essen meine ich jetzt. Wenn du ein Essen genießen möchtest, was machst du dann? Kleine Stückchen. Eins nach dem anderen. Und so ist es mit den Ayat. Einmal, zweite Mal liest. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat eine Nacht lang gebetet mit einer Ayat. Das ist ein Genießer, sallallahu alaihi wa sallam. Natürlich. Natürlich, der kann eine Nacht lang mit einer Ayah Stufen des Imans erreichen. Und wir lesen den Koran und unser Iman ist immer noch im Keller. Ja?
Weil wir eben keine Genießer sind, weil wir nicht nachdenken. Allah Azza wa Jalla sagt: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُ. Sie haben Allah nicht eingeschätzt. Bedeutet, sie haben Allah nicht geachtet. Sie haben also keine Ehrfurcht vor Allah. Sie haben keinen Respekt vor Allah, wie es ihm gebührt. Wo die ganze Erde, denk jetzt an die Erde, wenn du diese Erde jetzt liest, denk an die Erde, denk an die Niagara-Fälle, denk an Mount Everest, denk an Allahu A'lam, was gibt es noch für die Tropenwälder, denk an Allahu A'lam, was die Meere, denk an ein Wal, an Riesenwal, denk an die Geschöpfe, denk an die Erde. Wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird. Subhanallah. Schlimm ist es, wenn du eine kaputte Aqida hast. Das ist schlimm. Wenn du sagst, ja, ich lese die Eier, aber hat keine Hand. Nein, hat keine Hand. Wie willst du dann diese Eier genießen? Und deswegen müssen wir Allah danken, dass wir die Aqida von Ahlus Sunnati wal Jama'ah haben, dass wir was sagen, wenn Allah sagt, er hat eine Hand, hat er also was? Subhanallah, das war's aus Ende Schluss. So waren die Sahaba. Ja? So waren die Gefährten. Und es gibt keinen einzigen, keinen Viertelgefährten, der gesagt hat, Achtung, wenn du Hand hörst oder Gesicht, darfst nie sagen, er hat eine Hand. Gibt's nicht. Wie willst du denn diese Ayah, wie willst du diese Gewaltigkeit Allahs genießen, wenn du jetzt Probleme und Komplexe bekommst mit dieser Ayah? Du liest zwar Hand, aber nein, 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 ist nicht so. Wie willst du denn diese Ayah genießen? Allah sagt also, sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt, wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird. Und auch die Himmel, wie viele gibt es? Die Himmel. Zwischen Himmel, also die Breite des Himmels, eines Himmels, ist 500 Jahre. Und zwischen Himmel und Himmel ist so wie, Ibn Mas'ud sagte, zwischen Himmel und Himmel ist so, sind 500 Jahre. Und die Breite eines Himmels ist so wie zwischen Erde und Himmel. Und davon gibt es 7. Und schau dir mal, was bedeutet denn Himmel? Himmel ist das, Sama ist was? Ist alles was? Sama, also oben ist. Was ist denn oben? Das ganze Universum, oder nicht? Die ganzen Galaxien und so weiter. Das ist ja alles was? Sama Dunya. Das ist ja ein Himmel. Subhanallah. Denke, benutze deinen Verstand, wenn du Ayat liest. Denke da an diese Wörter. Was heißt denn das? Was geht es denn da? Und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefaltet sein wird. Weißt du, was zusammengefaltet ist? Zusammenfalten, ist das ein leichter Akt oder ist es ein schwerer Akt? Das ist ein leichter Akt. Das Falten ist nichts Schweres. Das bedeutet, Subhanahu wa ta'ala, und Allah Azza wa Jal, für ihn ist alles leicht, aber dass wir diese Maße, dieses Verhältnis verstehen, diese Gebilde, dieser Himmel, die Erde, die gewaltig ist, ist ja nichts im Gegensatz zu diesem Himmel. Und Allah Azza wa Jal faltet die alle zusammen, Yawm al-Qiyam. Subhanallah. Und deswegen, wie geht es jetzt weiter? Subhanallah. Ah ja. Was willst du sonst sagen, nach dem, was du gelesen hast? Du musst sagen, Subhanallah, Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Also, wenn wir also At-Takbir sagen, Allahu Akbar, dann müssen wir an diese Gewaltigkeit Allah subhanahu wa ta'ala uns erinnern. Während dem Takbir, liebe Geschwister, geschieht jetzt noch Folgendes. Jetzt haben wir das mit dem Takbir verstanden. Das muss man natürlich trainieren, Barakallah. Du brauchst jetzt einen Trainingsplan für dich. Du hast jetzt Takbir-Einheit. Das heißt, achte
Und so müssen wir das machen, liebe Geschwister. Bei jedem Gebet müssen wir eine Sache in Angriff nehmen und dann die nächste und so weiter und so fort. Wir können nicht auf Knopfdruck Khushu' in allen Raka'at haben, in jeder Sajda, in jedem Ruku'. Schön wär's. Das muss man trainieren. Das heißt, du sagst, okay, diese Sunna jetzt bete ich und ich achte darauf, dass ich bei jedem Ausdruck Allahu Akbar, das sage ich ja nicht nur am Anfang, ich sage von jeder, bei jedem Übergang sage ich ja Allahu Akbar. Außer wann? Wenn du Sami Allahu liman hamida sagst, Rabbana wa lakal hamd. Genau. Das heißt, ich trainiere das jetzt. Ja? Beim nächsten Gebet, Sunna-Gebet, trainiere ich, dass ich darauf achte, At-Takbir zu machen. Beim nächsten Wudu trainiere ich das, was ich gelernt habe über Wudu. Beim nächsten Adhan trainiere ich das, was ich gelernt habe, wenn ich Adhan höre und so weiter und so fort. Das ist nicht eine Sache, die du in einer Woche erledigst. Das musst du sehr lange machen. Die zweite Sache ist ein Hadith. Und ich stelle da immer klassisch eine Frage, weil ich will gerne wissen, dieser Hadith, inwieweit er bekannt ist bei den Menschen, wer ihn schon mal gehört hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Innal 'abda idha qama yusalli utiya bi dhunubihi fawudi'at 'ala ra'sihi aw 'atiqihi fakullama raka'a aw sajada tasaqatat 'anhu." Wenn der Diener anfängt zu beten, werden seine Sünden über seinen Kopf und seine Schultern gelegt. Jedes Mal, wenn er sich verbeugt oder niederwirft, fallen sie von ihm ab. Dieser Hadith, sagt der Imam al-Albani, ist sahih. Alhamdulillah. Solche schönen Hadith, da freust du dich, wenn du hörst, al-Albani sagt sahih. Ja, natürlich, der Sheikh al-Albani sagt sahih. Assalamu alaikum. Das heißt nicht, dass er unfehlbar ist, aber das gibt dir viel Vertrauen, oder nicht? Deswegen, Alhamdulillah, dass er sahih ist. Nicht nur Hassan, sahih, sagt er. Wer von euch hat diesen Hadith noch nie, also jetzt hört er den Hadith zum ersten Mal. Ist immer so. Wallahi, das ist immer so. Zum ersten Mal, ja? Genau. Aber denkt ihr nicht auch, dass dieser Hadith das Leben ändern wird? Das ist ein Wasserfall von Sünden. Und deswegen ist es wirklich verwunderlich, diese Transrapid-Leute, ja, weil ICE ist ja zu langsam. Wobei man ja sagt, TGV ist der schnellste Zug überhaupt auf der Erde. Ja. Franzosen, die haben es drauf. Ja, 400, ne? Ja, da gibt es so TGV-Betende. Also, anscheinend haben die so eine enge Beziehung zu ihren Sünden, dass sie es nicht verkraften, dass die Sünden runterfallen. Weil, warum betest du so schnell? Warum? Ja, nee, ich verstehe das nicht. Warum? Besonders bei der Jalsa baina sajdatain, beim Sitzen zwischen den zwei Sujud. Ja? Allahu Akbar, erstes Sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warum? Warum? Auch wenn du nach einer bestimmten Rechtsschule betest, ja, das ist ja, bitteschön. Aber auch wenn du das machst, ja, Achi, wenn du diesen Hadith hörst, warum machst du nicht länger Sujud? Warum machst du nicht länger Rukua? Natürlich, wenn du ein Imam bist, also Vorbeter bist, ob du Imam in der Moschee oder daheim, oder wenn du vorbetest, dann darfst du nicht sagen, Jungs, halbe Stunde Rukua jetzt. Ja? Ich habe viele Sünden. Ja? Das kannst du gerne bei dir und bei Qiyamul Layl dann machen. Ja? Als Vorbeter musst du natürlich gnädig sein mit den Leuten, barmherzig sein. Ja? Es gab einen Sheikh, dem wurde gesagt, der soll Imam von Medina werden. Masjid al-Rasul, sallallahu alaihi wa sallam. Neuzeitige Schuyuch. Dann hat er gesagt, mit einer Voraussetzung. Ja? Mindestens 10 Mal Tasbih im Sujud, im Rukua. Mindestens Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. Minimum 10 Mal. Was lernen wir alle? 3 Mal. Ja, Habibi.
Dreimal oder einmal, das ist ja Minimum. Minimum ist das. Wer, barakallahu fikum, und ihr könnt das gerne sagen, es geht jetzt nicht um Riya und so weiter und so fort. Ja? Wer von euch hat jemals Minimum 10 Mal im Rukur Subhana Rabbi al-Azim gesagt? Ja. Wer hat es noch nie mehr als 10 Mal gesagt? Wir wollen uns nicht bloßstellen, sondern einfach, damit wir mal ein Gefühl bekommen, was wir alles ändern sollen. Ja? Wir wollen hier, so wie bei der Selbsthilfegruppe, ja? Wir wollen hier alle, sind wir nicht krank? Unsere Herzen? Also wer hier denkt, sein Herz ist nicht krank, ja, guten Morgen. Ja? Oder sollen wir lieber gute Nacht sagen? Ja? Möge Allah unsere Herzen heilen. Taban. Wenn du eine Sünde nach der anderen machst und dann denkst du, du hast ein intaktes Herz, also da hast du nichts verstanden. Und deswegen, barakallahu fikum, ab und zu mal, wenn du alleine betest oder Sunna betest, Tahiyatul Masjid, ichi, mach doch mal ab und zu mal länger Sujud. Dua, es gibt viele, die machen kein Dua im Sujud. Die machen nur Tasbih. Ichi, wann willst du sonst Dua machen? Wenn nicht im Sujud, wie wir inshallah in diesem Seminar noch sehen werden. Also dieser Hadith ist fantastisch. Dieser Hadith ist fantastisch. Du stehst vor Allah Azza wa Jalla, wenn du Allahu Akbar sagst. Sobald du Allahu Akbar sagst, passiert was? Kommen die Sünden auf deinen Kopf und auf deine Schulter. Sobald du das sagst. Und mit dieser Frage beenden wir jetzt diesen Vortrag. Dann habt ihr Workshop. Welches Gefühl musst du empfinden, wenn du sagst, Allahu Akbar, und du weißt, was meinst du jetzt? Allahu Akbar bedeutet Allahu A'zam, bedeutet, er ist der Gewaltige. Er ist derjenige, der die Himmel falten wird. In einer Hand und in der anderen Hand hat er die Erde, Subhanahu wa ta'ala. Er ist der Schöpfer, Jalla Jalalu. Er kann die ganze Menschheit vernichten, Subhanahu wa ta'ala. Und jetzt kommen noch die Sünden auf deinen Kopf. Stell dir bitte mal vor, du arbeitest in der Firma, du hast einen Vorarbeiter, du heißt der Chef vom Vorarbeiter, Vorarbeiter, oder wie heißt denn der? Meister, so, und der Chef vom Meister, und der Chef vom Ingenieur oder Abteilungsleiter ist? Sofort? Ist es dann der oder Betriebsleiter oder Personalleiter und so weiter. Da gibt es halt diese Hierarchien. Jeder von uns, der mal gearbeitet hat, erste Mal, und wenn es ein Ferienjob ist, nur der Vorarbeiter, oder nicht? Du hast, einmal bin ich zur Arbeit gekommen, subhanallah, eine Minute, und es war nicht unsere Schuld, ja, es gab einen Fahrer, eine Minute zu spät, der Vorarbeiter hat uns so fertig gemacht. Weil das war Fließband. Das Fließband wartet nicht auf dich. Subhanallah, beim Vorarbeiter kriegst du schon Angst. Und wenn das heißt, der Meister will dich sehen, Allahu Akbar. Umso mehr ist die Furcht. Wenn dann, es heißt, der Abteilungsleiter, und wenn, stell dir mal vor, es heißt, der Chef der Firma. Sekunde. Und zusätzlich dazu werden deine Fehler ihm vorgetragen. Der sieht deine Fehler jetzt. Also du gehst jetzt zum Chef nicht, damit er dir mehr Geld gibt. Nee. Du gehst zu diesem Big Boss und stell dir vor, auf deinen Kopf und auf deinen Schultern ist so ein Plakat, ich hab das Gerät kaputt gemacht. Wie wirst du vor diesen Menschen stehen? Du kriegst schon einen Schlaganfall, bevor du überhaupt dort bist, oder nicht? Das ist ein Mensch. Ist der mein Versorger? Kann der verhindern, dass ich weiterlebe? Aber haben wir ein Gramm von dieser Furcht, wenn wir vor Allah stehen? Wir stehen da vor Allah und unsere Sünden sind auf unserem Kopf. Und wir werden noch, bi'idhnillahi ta'ala, noch sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Angesicht, Jalla Jalaluhu, zu den Betenden richtet.
deswegen konnte dieser eine Gefährte, als man ihm gesagt hat, dein Fuß soll amputiert werden. Kennt ihr die Geschichte? Dann hat er gemeint, und es gab ja nicht so einen Narkosearzt und so weiter, aber es gab ein paar Mittel, pflanzliche und so weiter. Und er sagt, was für eine Narkose, ja. Wenn ich anfange zu beten, dann könnte es machen. Natürlich. Weil wenn der sagt, Allahu Akbar, dann ist Allahu Akbar. Deswegen, barakallahu fikum, wir müssen das uns aneignen. Das geht nicht einfach, aber es ist möglich, indem du immer mehr dich mit Allah subhanahu wa ta'ala beschäftigst, indem du immer mehr lernst, wer ist Allah. Und das Beste, um das zu lernen, ist was? Al-Quran. Gibt es irgendeine bessere Quelle, um zu wissen, wer Allah ist? Und natürlich danach was? Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah azza wa jalla uns Khushu' geben im Gebet. Möge er uns helfen, das, was wir lernen, auch umzusetzen. Und möge er uns allen vergeben. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Da ihr eure Pause schon gehabt habt, könnt ihr mit den Leuten alle gleich weitermachen. Sowieso ist ja jetzt Workshop und nach dem Workshop ist ja auch eine Pause eingeplant. Insofern ist das eure Sache, wie ihr das einteilen möchtet. Ihr habt ein Dokument bekommen. Kann ich das mal kurz sagen? Für diejenigen, die es nicht haben, die können ja mit ihrem Bruder da reinschauen und die Schwestern gleich unter sich. Dieses Dokument ist in zwei Teile geteilt. Das erste Dokument ist das erste Bischofsteil für alle Gruppen und danach jede Gruppe für sich. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass wir erst einmal alle in vier Gruppen einteilen möchten. Und deswegen bitte ich euch, mir dabei ein bisschen behilflich zu sein, dass wir in ungefähr gleich große Gruppen das Ganze einteilen. Ich zähle jetzt durch. Okay? Und jeder merkt sich seine Zahl. Okay? Weil letztes Mal, wenn ich jetzt seine Zahl vergesse, ich kontrolliere euch kurz, weil ich weiß nicht, welche Zahl ich euch vergeben habe. Ich zähle jetzt, nummeriere jetzt einzeln durch und am Ende sollte jeder seine Gruppe kennen. Nach der Nummerierung verteilt euch bitte in diese vier Ecken. Also jetzt schon gleich von Anfang an. Ecke Nummer 1 ist hier. Ecke Nummer 2 ist bei Notausgang. Ich würde euch nicht empfehlen, die zu öffnen, weil da geht ein Alarm los. Ecke Nummer 3 ist da hinten. Und Ecke Nummer 4 ist hier, neben dem übersetzten Raum. Okay? Ich sehe das Punkt mal durch. Salam, ahlan. Wie geht's? Alhamdulillah. Ja, bitte, bitte. Thank you.
Wir gehen jetzt alle vor, weil ich muss erklären, wie es weitergeht. Also ich glaube, das ist kein Problem, wenn jetzt in dieser Wechselung stattfindet. Noch das Gruppe sind etwa gleich groß und das schön homogen durch mich. Die Schwestern machen das bitte auch unter sich, wenn sie vier Gruppen zustande bekommen. Ich weiß nicht, wie viele Leute da oben sind, das ist kein Problem. Sie können auch nur drei machen, aber es sollten mindestens zwei Gruppen sein, damit auch damit das Ganze funktioniert. Jetzt ganz kurz den Kister. Ihr seht auf dem Blatt den ersten Hadith für alle Gruppen. Da ist das Ziel, dass erstmal brauchen wir einen Gruppensprecher von jedem von euch. Den müsst ihr unter euch als erstes ausmachen. Und das ist derjenige, der am meisten vom Koran auswendig kann. Okay? Weil morgen zum Workshop 2 werde ich nur den Gruppensprecher nach vorne bitten. Kann nicht jeder vorsprechen. Okay? Also das ist jetzt mein Vorschlag. Wenn jetzt ihr euch auf was anderes einigt, ist eure Sache. Okay? Mein Vorschlag, den ihr am meisten Koran von euch auswendig. So. Was ist seine Aufgabe? Ihr sollt, der Gruppensprecher soll die Ergebnisse vortragen, die ihr jetzt erarbeitet. Ihr habt jetzt nur Zeit, maximal bis Woche, je nachdem, wie ihr Zeit haben wollt, für den Bau. Ihr habt jetzt Zeit, das ist eure Zeit, um eure Sachen zu arbeiten. Worum geht es? Es gibt zwei Aufgaben. Eine Aufgabe, die alle gleich haben, und eine andere Aufgabe, die jeder anders hat. Die Aufgabe, die alle gleich haben, ist der erste Hadith. Das steht für alle Gruppen. Das ist der berühmte Hadith von Laqit ibn Sabra, radiallahu ta'ala, Wortlaut von Sunan Abi Dawud. Dieser Hadith, es gilt daraus, alle möglichen Anstands- und Benimmregeln bezüglich auf Adab und Akhlaq herauszuarbeiten. Alles, was auf Anstand und Benehmen angeht, egal ob es um Anstand in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala geht oder ob es um Anstand in Bezug auf Geschöpfen Allahs geht. Und hier gibt es als Tipp, manche Leute lesen einfach nur, was da steht und sagen, da steht nur das Äußere. Sie können nur das Äußerliche verstehen von Texten, die da stehen. Manche Leute, wie Imam Ibn Qayyim, rahimahullah, die tauchen ganz tief ein und ich gebe mal einen riesigen Tipp. Okay. Sie lesen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, andere Leute überlegen sich, wen verkörpert der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Moment. Versteht ihr? Und der eine liest, hat jemand eine Frage gestellt. Der andere überlegt sich, wen verkörpert dieser Fragesteller? Wen verkörpert diese Person? Wen könnte sie in dieser Gesellschaft darstellen? Wen könntest du von diesen Personen darstellen? Als Vater, als Mutter, als Prophet? Das geht natürlich nicht, ja? Deswegen müssen wir ein bisschen tiefer in die Materie eindringen und versuchen, Sachen daraus abzuleiten. Eure Aufgabe ist es jetzt, gemeinsam, jeder in seiner Gruppe, vom ersten Hadith diese Regeln, diese Anstandsregeln abzuleiten und am morgigen Tag vorzutragen. Das macht dann der Gruppe. Die anderen Hadithe, ab der zweiten Überschrift, jede Gruppe für sich, da sind vier Hadithe, außer in einer Kategorie sind zwei Hadithe, weil sie ähnlich sind. Okay? Aber in jeder Gruppe ist grundsätzlich ein Hadith und das macht jede Gruppe individuell. Das ist ein kurzer Hadith, von dem es genau das gleiche gilt, daraus Adab und Akhlaq abzuleiten. Und je schöner man das natürlich darstellt und vorträgt und ordnet, das gedanklich ordnet, desto mehr Punkte gibt es, inshallah. Und ihr könnt dreimal raten, wer die Regie sein wird in den Tag. Okay? Habt ihr irgendwelche Fragen? Wahrscheinlich wollt ihr wissen, welche Gruppe ihr gehört. Das steht einfach. Okay? Steht erste Gruppe, zweite Gruppe, dritte Gruppe, vierte Gruppe. Noch einmal, ihr seid die erste Gruppe, ihr da hinten seid die zweite Gruppe, das ist die dritte Gruppe und das ist die vierte Gruppe. Ihr habt also alle einen Hadith gemeinsam, das ist der Hadith von Laqit oder Radiallahu anhu. Und
herein. Gibt es irgendwelche Fragen? Alles darfst du nutzen. Du darfst auch deinen Kopf nutzen. Alles. Internet darfst du recherchieren. Du kannst auch alle Bücher benutzen, die im Regal stehen. Egal was. Es gibt auch eine Bibliothek, wo auch wertvolle Bücher sind. Aber da habe ich nur eine Bitte, dass kein Buch diese Bibliothek verlässt. Wer lesen möchte, geht da rein und liest dort. Nimmt die Information. Fangen wir wieder auf. Wenn es irgendwelche Fragen im Nachhinein gibt, nachdem ihr jetzt angefangen habt, ich bin da unten, also jederzeit jemanden, einen Abgesandten schicken. Der Buchleiter hat das Recht, Abgesandten zu bestimmen und runterzuschicken. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, in dem Sinne, dass natürlich inhaltlich mich und Sheikh Ahmed fragt ihr nicht, aber ihr könnt andere fragen. Ihr kennt einen Sheikh mit dem anderen Telefon. Oh, ja. Okay? Aber helfen. Und natürlich, ich brauche nicht sagen, was der Sinn dahinter steckt. Aber möge Allah euch einen Erfolg dazu verleihen. Ansonsten sehen wir uns wieder wann. Wir haben ja jetzt, Alhamdulillah, den Block, dann die Pause, dann das Wudu-Gebet und dann erst das Mittagessen und dann erst kommt der nächste Block. Richtig? Dann erst kommt der nächste Block. Ich den Abend schauen. Genau. Also erst der nächste Unterricht, erst um 16 Uhr.